Inkognito ist die Bezeichnung für eine spezielle kieferorthopädische Therapie. Im Gegensatz zu herkömmlichen Zahnspangen, die backenseitig im Mundraum befestigt werden, wird Inkognito zungenseitig im Mundraum verankert. Der Herstellungsprozess der Brackets ist aufwendiger, stellt aber eine Alternative für Menschen dar, die unter einer Zahnfehlstellung leiden und eine feste Zahnspange bislang aufgrund der ästhetischen Einschränkungen ablehnten. Inkognito wird auch als Lingualtechnik bezeichnet. Im Film sehen Sie drei Patientenfälle. Fast unsichtbar werden die Zähne über Monate mit Hilfe der Inkognito-Zahnspange auf den richtigen Platz im Zahnbogen gereiht. Besonders in der Seitenansicht wird deutlich, wie die Zähne dank der Zahnspange bewegt werden. Dies geschieht schmerzlos. Hier im Film wurden Einzelaufnahmen, die im einwöchigen Abstand gemacht wurden, hintereinander gereiht. Dadurch ist die Therapiedauer für den Film verkürzt worden. Bei der Herstellung der Brackets kommen modernste Geräte zum Einsatz. Zuerst werden Silikonabdrücke Ihrer Zähne an eine Firma versandt, wo daraus Gipsmodelle hergestellt werden. Am Bildschirm werden dann individuell an Ihre Zähne angepasste Goldplättchen, die sogenannten Brackets, entworfen. Nach der Fertigstellung der Brackets am Computer werden die Daten der virtuellen Modelle an einen 3D-Drucker gesendet. Dort entstehen die Brackets aus Wachs. Die Wachsbrackets werden in Gips gegossen. Nach dem Aushärten des Gipses wird der Gipsblock erwärmt und die Wachsbrackets schmelzen. Es bleibt der hohle Gipsblock übrig. Eine Negativkopie der Brackets sozusagen. Nun wird in die Gipsblöcke flüssiges Metall, in der Regel eine Goldlegierung, eingefüllt. Nach dem Aushärten werden die Gipsstümpfe zerstört und man erhält die rohen Brackets. Diese müssen noch fein ausgearbeitet werden. Währenddessen formt ein computergesteuerter Biegeroboter auf der Basis der beim digitalen Bracket-Design angefallenen Positionierungsdaten präzise die für Ihre Behandlung notwendige Form an. Schließlich ist die Arbeit fertig und wird Ihnen beim Zahnarzt eingesetzt. Je nach Fehlstand können Sie sich nach 1 bis 2 Jahren über ein strahlendes Lächeln freuen. Die Behandlung mit der Lingualtechnik wird von vielen als unangenehm empfunden, da der Mundraum deutlich eingeengt wird. Zudem kann nicht jede Fehlstellung damit therapiert werden. Vor allem Engstände können problematisch sein. Ein weiterer Nachteil sind die höheren Kosten. Eine Alternative zur Lingualtechnik wären zum Beispiel Aligner. Mehr dazu im gleichnamigen Video.